So, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen Sie gerade hier zu mir her, gell? Herzlich willkommen beim Landgang in Stuttgart. Ja, diese schöne Tour ist jetzt erst wieder möglich geworden in den letzten Jahren, gell? Also Landgang in Stuttgart war bisher nicht möglich, aber dank der Klimaerwärmung und verschiedener glücklicher Umstände jetzt wieder einwandfrei machbar. Seit 10 Jahren, seit dem Jahr 2025 ist der Nesenbach wieder direkt beschiffbar. Deswegen, wenn Sie sich jetzt vielleicht hier noch in dem Aussichtskorb hier schön im Kreis aufstellen um mich rum, dann können wir die ehemalige Sehenswürdigkeit miteinander durchgehen. Ja. Sie, da habe ich gleich mal eine Frage da drüben. Da war da nicht mal früher das Stadion von, wie heißen die Stuttgarter Kickers? Ja, freilich, das ist das Gazi-Stadion, das hat man bis zum Jahr 2015 aufwendigst renoviert. Und kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga hat man dann da auch statt Bier Joghurt ausgeschenkt wegen dem Hauptsponsor, gell? Und der Schlachtruf war auch homogenisiert statt homophob. Aber gab es da nicht irgendwann später noch einen Skandal? Ja, sicher, der Skandal war folgender. Kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga hat man leider den Jogi Löw zusammen mit dem Mittelstürmer im Milchschaumbad erwischt. Und das war den Leuten doch ein bisschen zu homogenisiert. Aber da irgendwo am Neckar war doch auch so ein Stadion von diesem anderen Fußballverein, oder? Ja, Sie sehen da drüben die Überreste in Form einer großen, runden Null. Das sind die Überreste, ja, das war die Null, war praktisch Programm. Null Tore, null Punkte, null Ideen, null Management. Und kurz vor der Viertklassigkeit ist man dann aufgekauft worden von den Saudis, die quasi als Rache dann eine Kamelrennbahn draus gemacht. Als späte Vergeltung dafür, dass man die ganze arabische Länder mit Fußball überrannt hat, die Jahr davor. Jetzt habe ich aber auch mal eine Frage. Da unten diese schlanken, hohen Türmchen, was ist das denn? Ja gut, das sind Minarette, die gehören zu der Moschee. Und die Moschee, das war früher Funktionshalle, die Schleierhalle, gell? Da hat man sich gedacht, macht man Moschee draus, gell? Die Halle hat den Schleier im Namen ja schon getragen, da war es nicht weit. Halbverfallenen Industriebauten da drumherum? Ja, das sind die ehemalige Werkshalle vom Daimler, gell? Nachdem die sämtliche Erdölvorräte dann voll aufgebraucht waren, hat man den und die Werkshalle nicht mehr gebraucht. Der Chinese hat dann nur eine Zeit lang versucht, Elektroautos zu bauen, teilweise mit ganz witzigen Namen, gell? Also den Smart Cabrio gab es als Frühlingslolle, den 2CV als Ende süß-sauer. Naja, aber dafür ist es ja jetzt auch unglaublich idyllisch, finde ich. Ja gut, Sie spielen jetzt sicher auf diese schöne, ausgedehnte Seenlandschaft an. Das haben wir dem Projekt Stuttgart 21 zu verdanken. Ja. Im Jahr 2021 ist die Baugrube mit Mineralwasser vollgelaufen. Ist auch komplett übergeschwappt in der ganze Talkessel. Und dann hat man das zum Anlass genommen, das Projekt nochmal grundsätzlich zu überdenken. War dann aber gesagt, gut, da die Innenstadt eh schon total ausgestorben ist und die Leute höchstens noch Billigfenster beim Primark gekauft haben, fluten wir die ganze Königstraße. Aber ich finde, das sieht ganz fantastisch aus mit diesem drehenden Stern da mitten in den Seen. Ja klar, das ist der Mercedes-Stern, den man früher auf dem Bahnhofsturm sich näher hat. Sie, aber ist mal eine Frage, wenn man heute noch nach Stuttgart will, wie kommt man da überhaupt hin? Gegenfrage, wer will denn heute überhaupt noch nach Stuttgart? Aber wenn Sie schon mal da sind, also wenn Sie eine Touristengruppe wie Sie hierher verirrt, dann muss man schon mit dem Schiff kommen. Weil eins ist klar, Flughafen gibt es auch schon lange nicht mehr. Und ja, die Bauer auf den Filter, die haben natürlich auch rausgekriegt, dass dieser schöne, renaturierte, kerosingedüngte Boden ideal geeignet ist, um das Filterkraut gedeihen zu lassen. Das riecht man da so. Oh, okay. Aber irgendwo hier war doch der Fernsehturm. Ja, mein Herr, Sie stehen drauf. Aber das ist doch kein Turm. Ja, es gibt ja auch kein Fernsehen mehr. Wir sitzen seit dem Jahr 2023, seit der SWR voll ins Zug gemacht hat, weil der letzte Hörer und Seher ja, wahlweise aus Langeweile oder aus Altersgründen gestorben ist. Da haben wir keine Verwendung mehr gehabt für das Ding. Dann hat man sich überlegt, was macht man damit und hat sich dann dazu entschlossen, in guter Stuttgarter Tradition ein weiteres Wahrzeichen in Polen zu versenken. Naja, gut, ich meine, zu sehen gibt es ja eh nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, aber davon unbestritten jede Menge. Stuttgart, meine Schöne, deine Söhne sind schon.
geschmiert. Überall geht es steil bergab, im Handel und beim VfB. Stuttgart, du wirst zum Billigrand schlagen, das tut weh. Auf dem Mesenbach mittags um eins, da ist keiner in Stuttgart so scheiß. Alles ist ganz leer, keine Läden mehr, gibt's am Mesenbach mittags um eins. Auch am Marktplatz ist längst alles zu, find's kein Kaffee und auch keine Schuh. Auf der Königstraße gibt es kaum noch was, ja in Stuttgart herrscht Leere und Ruh. Wollten das Grünen, diese Kühnen um Herrn Kuhn, wollten sie Ödnis wie in Dünen, wollten vorher sie nicht ruhen. Sollen wir wieder jagen gehen, auf Hase, Vogel und Rehen? Werden wir alle zum Fehlerkrautbauer, wär das nicht schön. Auf dem Mesenbach mittags um eins, da ist keiner in Stuttgart so scheins. Alles ist ganz leer, keine Läden mehr, gibt's am Mesenbach mittags um eins. Auch am Marktplatz ist längst alles zu, find's kein Kaffee und auch keine Schuh. Auf der Königstraße gibt es kaum noch was, ja in Stuttgart herrscht Leere und Ruhe.